Frankens gute Köche wird Ihnen präsentiert von In alle Frische. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier sind Frankens gute Köche bei TV Touring. Und es wird heute gejubelt bei uns. Karl-Heinz Pretzlister von der Kautzenbräu in Ochsenfurt. Schön, dass Sie da sind, dass Sie überhaupt Zeit haben. Ich meine, 200-Jähriges, da wird ja richtig gefeiert. Überall wird gejubelt und deswegen kochen Sie für uns. Ein ganz spezielle Roulade. Mhm. Keine profane Normalroulade, sondern eine Jubelroulade. Mhm. Und wir wissen alle, dass in einer normalen Roulade ist eine Gurke drin oder vielleicht auch ein bisschen Schinken. Und das war's schon. Aber nachdem die Kautzenbräu 200 Jahre alt wird und ein spezielles Bier rausgebracht hat, das Kellerbier, unser Jubelbier, das ist nach Rezeptur von 200 Jahren, wie das gebraut ist, naturtrüb, haben wir gesagt, damit machen wir eine Roulade und die füllen wir dann richtig schön. Und das werden wir jetzt heute kochen. Da gucke ich Ihnen gleich natürlich gerne auf die Finger und Sie zu Hause können auch schauen, und zwar, was Sie brauchen, um diese Roulade nachkochen zu können. Hier ist unser Einkaufswagen erstmal. Vier schöne Rinderrouladen und Hackfleisch spielen die Hauptrolle. Dazu Zwiebeln, Senf, roher Schinken, Semmelbrösel und Feta-Käse. Sie bilden die Füllung. Aus Rinderfond, Bier und Creme fraiche entsteht die Soße. Als Beilage fränkische Bandnudeln und Brokkoli. So, Herr Pritzel, wie funktioniert es mit der Jubelroulade? Womit fangen wir an? Ein bisschen was haben wir schon vorbereitet? Ja, vielleicht ganz einfach klar. Wir haben hier das Rezept ja für vier Personen ausgelegt, brauchen also vier Rouladen. Wir machen diese Füllung, und für diese Füllung haben wir hier jetzt einmal Semmelbröseln, wir haben frischen Schnittlauch und Schinken, möglichst nicht so fett, und Gewürze, Salz, Pfeffer und natürlich Kräuter der Provence und Paprika bzw. Cayennepfeffer. Das Ganze vermengt mit Zwiebeln, haben wir hier zu einem ein bisschen Bier ist auch drin, ne? Ja, sehen Sie da. Das Wichtigste, ne? Das Wichtigste hätte ich jetzt fast vergessen. Es ist ungefähr 0,1 Liter Jubelbier drin, um den ganz speziellen Geschmack der Roulade zu machen. Wir haben hier den Teig fix und fertig gemacht und dann könnten wir anfangen dann nochmal. Werde ich Ihnen jetzt einfach mal eine, suchen Sie sich sozusagen eine aus und dann schauen wir mal. Aber die wird jetzt schon klassisch, wie man das so kennt, erstmal, glaube ich, mit Senf beglückt. Jawohl. Die Roulade. Ich kann mir ja den Feta da schon mal nehmen. Was machen wir mit dem Feta? Ja, den schneiden wir in ganz feine Streifen. Ganz fein. Na gut, den ganzen oder einen halben? Nein, wir brauchen nicht so viel. Einfach mal so ein Stückchen. Und ein bisschen Senf innen und außen. Und zwar, ich bin Fan von dem extra scharfen Löwensenf. Der gibt das richtige Aroma dazu. Dann füllen wir das Ganze hier mit unserer angerichteten Hackfleischfülle, das haben wir, glaube ich, auch vergessen zu sagen, weil wir ja so bereits fertig waren. Das ist ein Rinderhackfleisch, ein ganz mageres Rinderhackfleisch. Mhm. Kann man auch was anderes verwenden, ein Bratwurstbrät oder so, je nach Gusto wahrscheinlich. Ja, das wäre auch eine gute Alternative, haben wir auch ausprobiert. Wer es etwas würziger mag, das heißt, wenn man das, sagen wir mal, durchaus schärfer will, es geht natürlich alles übers Würzen, aber so ein Bratwurstbrät als Fülle eignet sich auch sehr gut. Aber natürlich auch bei dieser Art von Fülle nicht vergessen. Kautzenjubelbier. Schlücksche Biersche. Ganz wichtig. Also immer, man könnte quasi sagen, immer ein Bierchen für die Soße und immer ein Schlückchen für mich. So, jetzt machen wir noch kleiner, wir machen es. Ja, ich nehme mal das so weg. So, okay. Jetzt wird es gebröselt. Ich tue es ein bisschen bröseln, damit es in den Teig, in die Fülle, dass es da eingeht. Sind Sie dann manchmal so für den Sonntagsbraten zuständig oder mehr so, wenn mal Freunde kommen? Naja, eigentlich so vom Prinzip her. Anfangs war ich immer zuständig für Weihnachten. Oh. Das ist nicht so oft. Und, nicht so oft. Sehr gut. Und ich habe es dann sehr geliebt zu kochen. Die anderen habe ich dann gesagt, die gehen in die Kirche. Und ich war dann fürs Essen zuständig. Und meistens war das dann eine Pute oder irgendwas. Das war recht schön. Da hatten wir dann Zeit gehabt. Die mussten wir wegen begießen und konnten mal ein Bier trinken oder mit Bier wahrscheinlich genau, auch wieder natürlich begießen, mit Bier, ne? Und haben das Weihnachten gefeiert. Wenn die Familie dann wieder gekommen ist, dann war alles fertig. Mhm. Ich werde jetzt die Roulade hier aufrollen. Das ist eigentlich jetzt sieht ja schon ganz toll aus, klassisch. Ne? Es ist natürlich hier, weil Kupsch birgt für Qualität, habe ich vorhin schon gesagt, das ist eine sehr, sehr große Roulade. Und wenn die natürlich jetzt etwas kleiner ist, dann wird sie nicht ganz so dick. Das ist wichtig, dass wir dann sehen, wenn wir sie im Bräter haben,
Sie muss ja, zwei Drittel soll sie bedeckt sein, darum haben wir mit dem Bier genügend Reserve. Also das ist eine sehr große, dicke Super. Roulade. Da freut sich derjenige, der die dann quasi auf den Tisch bekommt. Das ist schon, der wird satt. Genau, ja. Für einen ausgewachsenen jetzt Kerl. Haben wir hier den Zahnstocher. Ist das jetzt ein Rezept, das Sie irgendwie sich so ausgedacht, erfunden haben, oder war es was von der Oma oder von der eigenen Mutter oder Kindheitserinnerung? Nee, meine Mutter war nicht so kochmäßig, nicht so interessiert. Meine Mutter war eher Vegetarierin. Und vielleicht war es deshalb, dass wir gesagt haben, wir wollen immer gescheit Fleisch haben. Aha, das ist ja immer gerade so das, was man geprägt. Nicht kriegt, das ist geprägt. Gut, okay, ja. Wir füllen jetzt mal die restlichen Rouladen und dann werden wir sie gleich mal anbraten. Ja. Ne? Es brutzelt und es spritzt. Wir haben uns ein bisschen in Sicherheit gebracht, die wunderbar gefüllten Rouladen, Herr Pritzel. Sind die jetzt schon gut so oder brauchen die noch ein bisschen Farbe? Naja, die Farbe ist ganz gut, die tun wir jetzt raus. Dann füllen wir das auf, mit unserem, dass wir unseren Fond kriegen, ja. Und legen sie anschließend für eine gute Stunde oder eine gute Stunde, 15 Minuten, zum Köcheln wieder zurück in den Bräter. Gut. Hol sie jetzt also mal raus. Man sieht jetzt hier die Roulade, die hat eine schöne braune Farbe bekommen. Genau, das sind Senf, mit dem wir sie dann schön außen auch eingestrichen ja, haben. Ne? Das ist, das verdanken wir dem Senf, der das einfach appetitlich aussehen lässt. So. So, und an Sie zu Hause übrigens natürlich auch noch die Information, wie es ganz genau funktioniert, lesen Sie natürlich auch unter www.tvtouring.de und in den Kupsch-Marktnotizen können Sie das Ganze auch in aller Ruhe lesen. Ja, wir tun jetzt Zwiebeln dazu. Das ist auch wieder so eine Sache, nach Geschmack, wenn jemand ein wenig mehr oder weniger will. Dann haben wir die 0,2 Liter, den Bratenfond, gieße ich jetzt vorsichtig hier hinein. So, das rühren wir mal um. Jetzt kommt das nächste, jetzt haben wir die Kräuter der Provinz. So. Und haben noch ein bisschen Paprika. Auch hier nochmal, es gibt natürlich auch eine schöne Farbe dann. Man könnte jetzt auch nach Geschmack vielleicht noch ein bisschen Salz oder was man halt so, wenn man so persönliche Präferenzen hat, kann man die hier alle mit einkochen. Das Beste ist natürlich, und so heißt das Bier ja auch, haben wir hier das Kellerbier, das lassen wir hier jetzt ganz vorsichtig in den Bräter hineinlaufen. Die Jubelroulade jubelt wegen des Bieres, na klar, in dem sie liegen die darf. Die hat nicht gedacht, dass die letzten Stunden ihres Lebens so schön werden. Ganz dass genau. sie im Bier schwimmen dürfen. Kennen vielleicht das Bier? Gibt es ja ein Lied. Mhm. Ich möchte einen Biersee, gerade so groß wie ein Schliersee. Und für die Rouladen wird sich das erfüllen. Wunderbar. Also, die legen wir jetzt das riecht zurück. Ja ganz toll mit den Kräutern. Lecker, 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 so, lecker. Dann tun wir mal weg. Zurück. So. So. Sehr fein. Und so. Also ich meine, ich muss Sie trotz allem fragen, wenn ich Sie schon mal so nah da stehen habe. Ich meine, wir reden immer über das Bier und Sie haben natürlich auch königlich leckeres Bier, aber trinken Sie auch mal einen Schuppen? Ich meine, Sie wohnen ja in Franken. Ja, gerne. Ja, schon, ne? Na klar, uns geht es nicht anders wie den meisten Winzern. Die Winzer trinken auch gerne ein Bier. Und das ist eine ganz gute Sache, dann, wenn wir unsere Kunden besuchen, die sind Winzer, trinken wir gerne mal einen Schoppen. Wenn sie zu uns kommen, trinken wir ein Bier. Mhm. Das ergänzt sich in Franken optimal. Immer erst zwei Bier und dann verträgt man den Schoppen auch viel besser. Ja, wunderbar. Sie zu Hause kriegen jetzt ein kleines bisschen Werbung von uns. Bis gleich. Herr Pritzel, unsere Prachtexemplare. Kann man jetzt sehen, wie es fertig ist? Wir haben es natürlich vorbereitet. Geht in zwei Minuten nicht. Etwa gut eineinhalb Stunden werden Sie im Backofen. Dürfen Sie im Bier vor sich hin genießen Rutzeln. Quasi. Ne? Ja, Rutzeln. Genau. Ja, lecker. Sieht's ja, dann holen wir aus. Mal eine raus. Tut's. Genau, solange Sie jetzt mal schon mal gucken und quasi natürlich auch Stäbchen entfernen und so, kann ich Ihnen zu Hause natürlich auch noch einen ganz tollen Gewinn anpreisen. Alles, was Sie tun müssen, ist anrufen 013 78 60 10 20. Das wäre Ihre Telefonnummer. Und Sie können gewinnen. Es gibt 3x2 Kästen Keller Jubiläumsbier zu gewinnen. Toi, 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 wieder wie immer hier von dieser Stelle aus. Gleich darf ich das Jubiläumsbier ja versuchen. Die Roulade ist betrunken. Man sieht es bis hier. Eine glückliche, betrunkene Roulade. Ja, ich mache sie doch den weg. Schön. Und anschließend kommt ja das Wichtigste des Ganzen, die Biersoße, die tun wir vorsichtig über die... Genau, und da lassen wir auch alles drin, ne? Da wird nicht groß passiert da, oder so. Nein, da sind ja Schinkenstücke mit drin, weil die Rouladen ein bisschen aufgegangen sind. Da ist Käse mit drin, da ist also alles mit drin. Ist wunderschön. Wie immer ist die Soße im Prinzip, wenn sie übrig bleibt, am besten dann mit Brot austunken. Lecker. So, perfekt.
Okay, dann können wir den da mal im Prinzip mal wegstellen. Geht's schon? Heiß. Nicht, dass wir uns noch was verbrennen. Und dann werden wir mal ganz kurz anstoßen, wir zwei, oder? So. Wir haben nämlich auch natürlich das gute Jubiläumsbier auch hier. So, damit es uns nicht zu heiß wird. Ach, ganz schön warm ist jetzt hier geworden, oder? Ja. Schon. Ich meine fast, wir hätten was getan. Ja, also ich bin begeistert. Ich sehe, also rein optisch ist schon bewiesen, Sie können kochen. Und der Geschmackstester kommt nach einem Schluck Bier. So machen wir es. Zum Wohl. Mm. Also aus so einem Krug hat was, ne? Ja. Bleibt auch schön kühl. Schön lange, ne? Perfekt. Mhm. Sehr perfekt. So, jetzt wird gegessen. Jetzt probieren wir es mal. Gucken wir mal. Jawohl, ne, danke. Ob ich ihrer Frau sagen kann, sie ist zu beneiden. Hm? So, wo fange ich denn an? Natürlich beim Fleisch. Ja, ich hab hier und auch hier wieder ist einfach zu sehen, gute Zutaten. Im Prinzip kann denn dann fast nichts schief gehen, oder? Mhm. Und Geduld. Beim Kochen ist die Geduld eine ganz wichtige Sache, dass halt eben die Roulade nicht nach einer Dreiviertelstunde rauskommt, sondern möglichst eineinhalb Stunden auf nicht zu hoher Temperatur. Vor sich hinbraten kann, dass man immer gut mit Bier auffüllt und dann ist ja auch wirklich optimal. Dann zerfällt das Fleisch fast. Lecker mit und man hat den optimalen Geschmack. Peter. Ja. Also was man mit Bier alles machen kann, ich bin fasziniert. Fisch, Fleisch, trinken. Ja, sogar Spargel, ne? Geht alles. Also an Sie zu Hause, es schmeckt toll. www.tvtouring.de, die erste Adresse, wenn Sie gut kochen wollen. Machen Sie es gut. Danke, dass Sie dabei waren. Danke an Sie. Hat Vielen toll Dank. Geschmeckt. Es hat Frau Spaß Pritzl, gemacht. Danke. Super macht er das. Also, machen Sie es gut. Tschüss. Lecker. Das Kochbuch zur TV-Sendung erhalten Sie in Ihrem Kupschmarkt. Mit dem Kauf unterstützen Sie den Kiwi e.V. und die Elisabeth-Stube. Frankens gute Köche wurde Ihnen präsentiert von... In alle